Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen können, um gemeinsam Familiengottesdienst zu feiern. Und der steht für uns, wie seit vielen Tagen schon immer, auch unter dem Gedanken, dass wir um den Frieden beten wollen, wie wir es gerade in dem ersten Lied schon getan haben. Viele weitere Lieder werden noch folgen. Wie wichtig das ist, um Frieden, um Gerechtigkeit, um gegenseitigen Respekt und das Verstehen zu beten. Das lernen wir seit dem Ukraine-Russland-Konflikt, der die Welt in Atem hält. Es ist fast eine teuflische List, die da irgendwie auf uns zugekommen ist, auf unsere Welt, auf unsere Menschlichkeit. Und um den Teufel geht es auch heute in dem Evangelium, das wir hören werden. Ja, den Teufel gibt es, davon bin ich überzeugt. Und er wirkt überall dort, wir merken es, wo Menschen sich entzweien und Streit so verhärtet, dass Gespräche nicht mehr möglich sind. Wir kommen zusammen und feiern Gottesdienst mit Jesus Christus in unserer Mitte, weil wir darauf vertrauen, dass er es ist, der die Widerstände des Teufels überwunden hat und überwindet und uns zu einem gelingenden Leben führt in Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit. Diesen Christus lasst uns hier in unserer Mitte begrüßen. Und dazu lade ich alle ein, die drei Personen, die einen blauen Zettel bekommen haben. Herr Jesus Christus, du bist es, der den Menschen Frieden und Versöhnung lehrt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du wirkst in uns Menschen und förderst in uns das Gute. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, festige in uns Wege des Aufeinanderzugehens und der Versöhnung. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Es erbarme sich unser der allmächtige Gott. Erlass uns unsere Sünden nach und erführe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Gütiger Gott, dein Sohn hat jene selig gepriesen und deine Kinder genannt, die für den Frieden wirken. Gib uns die Bereitschaft, immer und überall für Gerechtigkeit einzutreten, die allein den wahren Frieden sichert. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Von Michael Ende, der auch die Bücher Momo und die unendliche Geschichte geschrieben hat,
stammt folgende kurze Erzählung. Einmal erfreuten drei Zauberer die Kinder einer Stadt mit allerlei lustigen Zauberstücken. Zum Abschied hatten die Kinder einen Wunsch frei, den die Zauberer sogleich erfüllen wollten. Da wünschten sich die schlauen Kinder, jeder ihrer Wünsche solle sich fortan erfüllen. Und tatsächlich, bald türmten sich tausend Dinge, die sie aus der Werbung kannten, um sie herum. Das mussten wirklich gute Zauberer gewesen sein. Aber nach einem Jahr ging den Kindern die Freude daran verloren. Denn alles zu bekommen, ist unausstehlich und langweilig. Da schickten die Kinder Boten hinter den Zauberern her, um ihnen zu bestellen, nehmt dieses Zauberglück wieder zurück. Aber nirgends wurden die drei gefunden. Da wussten die Kinder, die drei waren böse Zauberer. Sie überlegten dann lange und wünschten sich schließlich die Wünscheerfüllung fort. Von da an wurde ihr Leben wieder spannend und heiter. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, vom Jordan zurück. Er wurde nun vom Geist in der Wüste umhergeführt, 40 Tage lang, und er wurde dort vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts. Als sie aber vorüber waren, hungerte ihm. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm, in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Und Jesus sagte zum Teufel, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Daraufhin führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu Jesus,
wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier herab. Denn es steht doch geschrieben, seinen Engeln befiehlt er, deinetwegen dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es hört sich alles so schön an. Alle meine Wünsche gehen in Erfüllung, wie wir gerade aus der Geschichte von Michael Ende vorgelesen bekommen haben. Das sind wahrhaft paradiesische Zustände. Das wäre doch ein wirkliches Schlaraffenland, wenn alle meine Wünsche, die ich in mir trage, in Erfüllung gehen. Alles im Überfluss zu besitzen, auf nichts mehr in meinem Leben verzichten zu müssen, das ist durchaus eine Versuchung wert, denke ich. Und doch, die Kinder in dieser Geschichte, sie waren am Ende nicht glücklicher als zuvor, sondern ganz eben Gegenteil. Unglücklich sind sie gewesen, so haben wir gelesen. Denn wenn man doch alles im überreichen Maße hat, wenn die Kosten keine Rolle mehr spielen, dann wird ganz schnell alles irgendwie gleichgültig. Es ist nichts Besonderes mehr, weil man sich für nichts und gar nichts mehr abmühen muss. Und man muss sich auch um nichts mehr in seinem Leben kümmern, wenn einem alles geschenkt wird. Fantasie, Einfallsreichtum brauchen wir dann auch nicht mehr. Alles wird irgendwie wertlos, finde ich, weil man es schneller ersetzen kann. Niemand muss um etwas mehr bitten. Niemand muss mehr geholfen werden. Das soziale Engagement von mir selbst und vielen anderen, es würde nicht mehr notwendig sein. Denn er kann es ja sich einfach wünschen, dass das Leben gut ist. Vielleicht ist das ja auch der Grund gewesen, wer weiß, wieso die Kinder in der Geschichte von Michael Ende so unglücklich waren, obwohl sie sich jeden ihrer Wünsche sofort erfüllt hatten können. Hilfe und Nächstenliebe haben keinen Platz mehr. Jeder ist gewohnt, nur noch mehr an sich selber zu denken, nicht mehr an den anderen. Weil der andere kann sich ja selber wünschen, was er zum Leben braucht. Die kommenden 40 Tage der Fastenzeit laden uns ein, es anders zu machen. Nicht mehr das Erfüllen der eigenen Wünsche steht da im Vordergrund, sondern vielmehr der andere Mensch, die anderen Menschen, gerade die Menschen, die in Not sind. Und schließlich auch denken wir dabei an Gott und seine Bedürfnisse. Und Jesus macht uns das doch genau auch vor, wie wir heute im Evangelium gehört haben, denke ich. Er hätte in der Wüste einfach nur mit dem Finger schnippen müssen und die Steine, die ihm angeboten wurden, sie hätten sich in Brot verwandelt. Sein Hunger nach 40 Tage Fasten wäre auf einmal gestillt gewesen. Große Macht und Ehre zu bekommen, wäre für ihn überhaupt kein Problem gewesen, auch nur ein Fingerschnipser entfernt. Aber das war nicht sein Wunsch. Er wollte lieber für Gott und für die Menschen da sein. Dazu ist er doch zu uns auf die Erde gekommen. Die Kinder in der Geschichte von Michael Ende, sie waren schlau, als sie sich die Erfüllung unendlich vieler Wünsche von den Zauberern gewünscht hatten. Ja, noch klüger aber, finde ich, waren sie, als sie sich wünschten, dass das mit dem Wünscheerfüllen endlich wieder aufhören möge. Vielleicht denken wir in den nächsten 40 Tagen ja auch einmal darüber nach,
wie klug unsere Wünsche im Grunde überhaupt sind. Und ist dieser Wunsch es auch wirklich wert, erfüllt zu werden? Macht das uns wirklich glücklich? Und vielleicht denken wir daran, manche Dinge kann man sich im Leben nicht kaufen und auch nicht erzwingen, wie etwa eine Freundschaft, Geborgenheit, Liebe, Vertrauen, Frieden. Und das sind gerade doch die wichtigsten und wertvollsten Dinge in unserem Leben. Bringen wir unsere Wünsche eher mit anderen zusammen oder aber trennen sie uns eher von ihnen und trennen uns unsere eigenen Wünsche auch weiter von Gott? Die angebrochene Fastenzeit, sie lädt uns ein, neu über dieses und unser Leben nachzudenken und bewusster zu leben. Und gerade das ganz wichtig und ernst zu nehmen, was wirklich wichtig, ja, aller Wünsche wert ist. Fürbitten lade ich alle ein, die einen gelben Zettel bekommen haben, nach vorne zu kommen. Gewalt und Furcht bedrohen unseren Frieden im Äußeren wie auch in unserem Inneren. Zeigen wir betend und handelnd unsere Verbundenheit mit den Menschen, die im Krieg unter Problemen leiden. Beten wir für alle, die in der Ukraine von Tod und Verwundung bedroht sind. Für Mütter und Kinder, die auf der Flucht sind. Für Väter, die im Land bleiben müssen oder wollen, um ihre Heimat zu schützen. Christus, höre uns. Für alle, die sich vor Eskalation und Atomkrieg fürchten. Für Menschen, die seelisch verunsichert sind und sich jetzt besonders bedroht fühlen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Beten wir für Entscheider in Wirtschaft und Politik, die jetzt Solidarität wagen. Für Menschen, die Vorbehalte überwinden und Flüchtende aufnehmen oder anders unterstützen. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Beten wir für alle, die mit wenig auskommen müssen und durch steigende Preise und Kosten in Bedrängnis geraten. Christus, höre uns. Höre uns.
Beten wir für alle, die bewusst ihre Fastenzeit gestalten wollen, die Kraft suchen in ihrer und in Gottes Mitte. Für alle, die sich inmitten großer Unruhe für eine erneuerte Kirche einsetzen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Frauen und Männer, die sich in der Gesellschaft für die Gleichberechtigung der Frauen einsetzen. Für die vielen Frauen, die in einer unterdrückten Gesellschaft leben müssen. Christus, höre uns. Guter Gott, du bist unsere Hoffnung für den Frieden, den die Welt nicht gibt. Wir danken dir für diese Zuversicht und bitten, halte uns in deiner Liebe, schenke uns die Gnade, unsere Schwächen zu überwinden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten. Herr unser Gott, unter den Gestalten von Brot und Wein, die den Frieden und die Einheit bezeichnen, feiern wir das Opfer deines Sohnes, dessen Herrschaft Frieden schenkt. Schenke durch dieses Opfer den Geist der Geschwisterlichkeit unter deinen Kindern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und wir preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, wenn Gegner sich die Hände reichen, wenn Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, wenn Verzeihung den Hass überwindet und wenn Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Thank you.
Herr aller Mächte und Gewalten, gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen zu uns gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du den Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich, heilige diese Gaben durch deinen Geist, da wir nun den Auftrag deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände, pries dein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, die Feier der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat. Den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält. In der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, mit allen Bischöfen, mit deinem ganzen Volk. Mache deine Kirche zu einem Zeichen der Einheit und des Friedens unter den Völkern und zu einem Werkzeug deines Friedens unter den Menschen. Und wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und mit allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ich lade alle Kinder ein, zum Vaterunser hier nach vorne zu kommen. Wir bilden einen großen Kreis und beten gemeinsam. So lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus, er sei heute und alle Zeit mit euch. Friede sei mit euch. Geht ihr wieder in Ordnung? Wenn du schaust, dann fällt, wenn du schaust, dann fällt.
seht und erkennt. Mitten unter uns ist Christus, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Herr, du bist der Gott des Friedens. Du bist der Friede selbst. Ein streitsüchtiges Herz versteht dich nicht. Ein gewalttätiger Sinn kann dich nicht fassen. Gib, dass alle, die in Eintracht leben, im Frieden verharren und alle, die entzweit sind, sich wieder versöhnen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Am kommenden Dienstagabend treffen wir uns wieder zum Rosenkranzgebet um 18.30 Uhr und anschließend zum Bibelteilen um 19 Uhr. Herzliche Einladung und einen schönen Sonntag. Danke gleichfalls. In unserer Kirche haben wir ein paar modernere Bilder hängen in der anstehenden Fastenzeit. Da hinten unter den Kreuzwegstationen unserer Kirche, Kreuzwegstationen eines deutschen Künstlers, der seit vielen, vielen Jahren in Österreich lebt, Herrn Felix Diekmann, der uns diese Kreuzwegbilder überlassen hat und der mit dem Thema Reduktion arbeitet. Also er stellt sich immer die Frage, wenn er Bilder erstellt und Kunst erstellt, was kann man alles weglassen, um trotzdem noch das auszusagen, was man gerne sagen möchte. Ich lade herzlich ein, sich das da hinten anzuschauen. Und wir haben vorne auf der rechten Seite Bilder vom Professor Linschinger, Felix Linschinger, Josef Linschinger, Entschuldigung, der mit Strichcodes arbeitet. Der geschulte Leser kann tatsächlich da drin Buchstaben und auch Sätze erkennen. Das ist für uns als ungesehener Beobachter dieser Kunst etwas schwer. Und trotzdem lohnt es sich sehr, sich das anzugucken. Das Thema seines Zykluses, den wir dort auf der rechten Seite sehen, heißt die Werke der Barmherzigkeit. Ein großes Thema, das uns in der Fastenzeit auch immer wieder beschäftigt, vielleicht auch gerade jetzt, wo wir immer wieder um den Frieden beten. Ein Werk der Barmherzigkeit ist ja auch, sich um Gefangene zu kümmern, um Insassen zu kümmern, um Verletzte zu sorgen. Und Professor Linschinger wirft diese Thematik in ein besonderes Bild hinein. Da hinten auf dem Tisch am Eingang, da gibt es auch ein paar Erklärungen in drei verschiedenen Sprachen. Gerne mitnehmen und sich diese Kunst einfach mal anzuschauen. In den nächsten Wochen der Fastenzeit werden wir immer mal wieder gemeinsam auch auf diese Bilder schauen und auf das, was die Künstler uns dazu sagen. Am 26. März, ein Mittwochabend, wird es auch eine Dialogveranstaltung gemeinsam mit der OAG geben, wo die beiden Künstler zu Wort kommen werden, die hier ihre Kunst ausstellen. Also herzliche Einladung, sich das anzuschauen, ob heute oder in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, einfach mal davor zu verweilen und das wirken zu lassen, was die Künstler uns in moderner Zeit heute über Kreuzweg und Werke der Barmherzigkeit zu sagen haben. Für heute wünsche ich einen guten Sonntag. Kommen Sie gut, kommt gut durch die neue Woche durch. Danke. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Nach langem Schweigen, wie ein Mond.